Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute hänge ich hier gerade mal ein bisschen merkwürdig vor unserem Waschbecken rum. Denn ich habe mir gedacht, was soll ich jetzt das Intro und das Outro irgendwo anders in einem anderen Raum drehen. Ich bin hier bei uns im Badezimmer und wollte mit dir ein paar Pinselreiniger testen. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Du wirst jetzt relativ wenig von meinem Gesicht sehen und aber einiges von mir hören und meine Hände vor allem sehen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und in diesem Video wird es tatsächlich auch eine kleine, aber feine Verlosung geben. Ja, Voraussetzung für dieses Video, ich brauche ganz viele benutzte Pinsel. Ich habe einige Schminkvideos mit euch gedreht, das kann ich euch mal im i oben verlinken. Und habe da einige Pinsel verwendet. So, die wollen gereinigt werden. Das sind sowohl Puderprodukte als auch Foundation, die ich da teilweise verwendet habe. Und dann legen wir mal los. Dieses Produkt verwende ich tatsächlich immer beim Schminken. Das ist sehr, sehr praktisch, denn das ist so ein Pinselreiniger, den benutzt du sehr vorsichtig. Ne? Das ist einfach so ein Schwämmchen und da machst du einfach immer, gehst mit deinem Pinsel durch und nimmst die Pigmente ab. Das Schwämmchen kann man rausnehmen und man kann es einfach mit der Hand waschen. Das erste Reinigungsprodukt, was ich nehmen möchte, ist diese Pinselseife von Da Vinci. Ich verlinke dir auch alle Produkte, die ich hier so verwende, unten in der Infobox. Da kannst du dir die auf Amazon mal anschauen. Und diese Seife möchte ich jetzt zuerst verwenden. Die habe ich auch erst ganz, ganz frisch bekommen. Die ist auch noch zu. Läuft bei mir. Hier haben wir das gute Stubenzeller-Stück und es ist ganz offensichtlich lose hier drin. Es riecht sehr zitronig, sehr angenehm und das testen wir doch mal aus. So, dann nehme ich mir mal hier einen dreckigen Foundation-Pinsel, mache ihn vorher etwas nass und dann reibe ich ihn einmal hier durch die Pinselseife durch. Ja, hier ist jetzt relativ viel Seife auch drauf und dann muss man das einfach abwaschen. Hier ist noch an der Seite etwas Produkt dran, deswegen wiederholen wir den Vorgang. Ja, das würde ich jetzt als den Klassiker bezeichnen, dass man einfach ein Pinsel-Seifenpöttchen nimmt, den Pinsel darin rührt und dann unter laufendem Wasserhahn mit den Fingern den Pinsel reinigt und den Pinsel dann entsprechend so trocknen lässt. Dafür habe ich da vorne diesen Sigma-Pinselbaum auch stehen. Wir gehen jetzt noch einmal eine Stufe weiter. Hier habe ich einen weiteren dreckigen Pinsel. Damit habe ich Creme Blush aufgetragen. Das ist ein Stippling Brush. Den werde ich jetzt anfeuchten, mit der Pinselseife reinigen und dann werde ich den Pinsel in diesem Sieb, das ist ein einfaches Metallsieb, auswaschen und es nicht mit den Fingern machen. Das geht auf jeden Fall deutlich schöner, schneller und man kriegt den Pinsel damit auch auf jeden Fall gründlicher sauber. Und deswegen verwende ich persönlich auch immer, immer mein liebes Metallsieb. Das ist so ungefähr ja, meine klassische Methode, um meine Pinsel zu reinigen und mag ich sehr gerne. Und auch den Pinsel werde ich so gleich aufhängen. Anstatt einer Pinselseife kann man natürlich auch einen solchen Pinselreiniger verwenden. Hier habe ich einen von Essence. Und ja, das machen wir jetzt einmal mit diesem Reiniger ebenfalls. Dieser Pinsel ist von Wet n Wild und auch das ist ein Foundation-Pinsel. Einfach einen Tropfen hier auf den Pinsel geben und dann hier im Sieb einarbeiten. Das funktioniert tatsächlich noch besser, wenn man so ein richtiges Pinselpad verwendet. Auch das ist von Essence und gehört quasi auch genau zu der Reihe wie der Pinselreiniger. Das heißt, die müssten jetzt eigentlich optimal miteinander funktionieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür diese Lasche hier oben ist. Zum Festhalten? Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ist das hier so eine Silikonmatte, wo du hier verschiedene Erhebungen hast und das macht man ein bisschen feucht, macht ein bisschen von dem Reiniger drauf und kann dann den Pinsel darüber reiben.
Zum Auswaschen verwende ich dennoch mein Metallsieb, weil ich es toll finde. Mit dem Ergebnis bin ich persönlich nicht wirklich zufrieden. Also ich finde, dass, also das war ja mal weiß hier unten, ne? Und ich habe ihn nur einmal verwendet. Ich werde das jetzt nochmal mit der Pinselseife versuchen. Aber das mit dem Pad und dem Cleanser hier von Essence hat leider nicht so gut funktioniert. Es ist ja auch ein Testvideo hier, Leute, ne? Genau, Pinsel ist ja noch feucht. Dann gehe ich hier einmal in die Pinselseife rein. Du hast auf jeden Fall mehr Produkt auch in dem Pinsel drin. Vielleicht, wenn ich mehr Produkt von dem Cleanser verwenden würde, würde dann auch mehr funktionieren. Aber, ne? Wir schauen mal. Tja, wirklich strahlend weiß kriegt man den Pinsel wohl nicht mehr. Also der ist nach wie vor verfärbt. Das finde ich schon irgendwie schade. Aber gut. Dann haben wir den Pinsel gereinigt und hängen ihn jetzt auf. Wichtig ist, dass wenn man den hier so squeezed, ein bisschen quetscht, dass da kein Schaum rauskommen sollte, weil das würde ja bedeuten, dass noch Schaum im Produkt ist und das wäre nicht gut. Hier habe ich einen weiteren sehr dreckigen Foundation-Pinsel von Wet n Wild und den versuche ich jetzt mit etwas mehr Produkt von dem Essence Pinselreiniger sauber zu machen und schau mal, ob das besser funktioniert, weil es ist ja die gleiche Foundation, die hier mit drin ist. Das war jetzt derbe, Leute. Das war jetzt derbe. Ja, also viel hilft viel scheint wirklich bei dem Produkt zu gelten. Das ist natürlich krass. Ja, man kriegt es auch hier unten nicht so gut raus und ich will jetzt halt meinen Pinsel nicht kaputt machen. Deswegen lasse ich den jetzt so trocknen. Dieses schöne Produkt hast du ja schon die ganze Zeit hier gesehen. Und zwar, muss ich das so rumhalten, habe ich auch das von Amazon bestellt. Das ist hier hinten mit Noppen und das soll man einfach hier in dem Waschbecken befestigen können. Und dann viel einfacher seine Pinsel reinigen können. Da bin ich mal gespannt, weil das jetzt nicht so eine Schale hat wie bei dem hier. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn ich mir... Moment, ich muss kurz denken. Nee, das muss ich anders machen. Das muss ich mir praktisch hier hin machen, glaube ich. Ja, ich glaube, das hat jetzt einen Sinn, was ich hier treibe. Moment, jetzt sind ja auch ein paar First Impressions dabei. So, jetzt nehme ich mir mal einen dreckigen Pinsel. Und wieder krame ich einen Foundation-Pinsel raus. Das ist ja immer einfach das Härteste, was man nehmen kann. Ne? Und zwar mache ich das jetzt so, dass ich den Pinsel erst mit der Pinselseife sauber machen werde. Also, dass ich quasi den Pinsel nass mache, Pinselseife drauf mache und es dann in diesem Pad abwasche. Dass ich quasi hiermit mein Metallsieb ersetze. Wir schauen mal. Ich muss gestehen, dass mir diese Kombi jetzt tatsächlich am besten gefallen hat. Sprich, die Kombi aus Pinselseife und diesem rosa Vieh. Also ich glaube, das ist wirklich das von den Produkten, die ich jetzt hier erst verwendet habe, somit das Beste. Aber es ist nach wie vor nicht das umweltschonendste, weil du ja unfassbar viel Wasser verschwendest, finde ich, ne? Ja. Aber der Pinsel ist sauber, da kannst du nichts zu sagen, ne? Hier habe ich den nächsten Foundation-Pinsel, der richtig schön dreckig geworden ist. Ja, und da möchte ich gerne das hoffentlich umweltschonendste Verfahren probieren. Natürlich, man braucht Batterien dafür. Das ist dann natürlich so eine Sache für sich. Und zwar spreche ich von diesem Produkt hier. Tada! Das ist so ein elektrisches Vieh, womit man seine Pinsel reinigen soll. Und so ein ähnliches kannst du tatsächlich auch in diesem Video gewinnen. Mal gucken, ob das funktioniert. Gerade bei Foundation-Pinseln bin ich ja immer etwas vorsichtig. Das, was ich jetzt hier in diesem Set drin habe, ist hier so ein Plastikbehälter. Also das ist, ne, Plastik und kein Glas. Hier hast du dann einen Schutz, wie auch immer, mit einer kleinen Dichtung, die sehr lose sitzt übrigens. Dann hast du hier ein elektrisches Vieh dabei, was aussieht wie eine elektrische Zahnbürste-Unterseite. Da oben steckt man dann so einen Adapter rein. Hier hinten kommen zwei 3-fach-A-Batterien rein. Und dann waren diese 7 Aufsätze mit dabei.
Dann suche ich mir mal zuerst für meinen Luvia-Pinsel, den ich hier habe, den perfekten und passenden Aufsatz raus. Das finde ich heraus, indem ich sie einfach reinstecke. Ja, ich glaube, das funktioniert mit dem hier. Dann nehmen wir den doch. Das ist halt natürlich jetzt eine ganz aufregende Pinselform, weil der hinten dicker ist als in der Mitte und vorne dann auch noch. Also ich glaube, das ist natürlich so ein Hardcore-Vieh. Aber ich stülpe das jetzt mal so richtig kräftig drüber. Ne? Dann nehme ich mir hier dieses Teil und dann hast du hier bei beiden Seiten einen Sechskant, was man jetzt schwarz mit schwarz sehr schlecht sehen kann. Oh mein Gott. Und dann sieht das Ganze so aus. Wow, das war ein kleiner Test. Es wird sich gleich auf jeden Fall schon mal drehen. So, dann habe ich hier meinen Behälter, den ich so ein bisschen mit Wasser fülle und dann mache ich noch ein bisschen Cleanser mit rein, sprich den hier von Essence, den verwende ich dafür. Du kannst dafür aber auch ganz normale Seife verwenden, steht da. Wenn du einen Foundation-Pinsel hast, dann solltest du aber schon einen richtigen Cleanser verwenden. Cleanser, Cleanser, keine Ahnung. So. Ein bisschen Seife. Der nächste Schritt heißt, dass man das Ding noch nicht einschalten soll und einfach so 5 Sekunden hoch und runter so ein bisschen eindippen soll. Einfach mal, dass man so ein bisschen dem Pinsel die Möglichkeit gibt, das Produkt aufzunehmen. 10 Sekunden lang soll man dann den Pinsel in dem Wasser drehen und dann hochhalten und 10 Sekunden außerhalb des Wassers drehen, damit er quasi trocknet. Na, das schauen wir mal. Er ist fast sauber geworden, würde ich sagen. Ne? Also da an der Seite ist noch was dran. Als ich halt wirklich das Ding habe drehen lassen, war in der Mitte, da wo der Pinsel ist, auch einfach keine Flüssigkeit mehr. Das heißt, ich brauche mehr Flüssigkeit. Also der Foundation-Pinsel ist immer noch nicht ganz sauber geworden. Das heißt, hier werde ich dann leider nochmal mit Pinsel, Seife und dem Pad nachhelfen müssen. Ja, auch die Pinselseifenkombi hat das hier jetzt nicht hundertprozentig sauber gekriegt in der Mitte, aber immerhin. So, wir nehmen jetzt noch mit diesem Teil ein paar Puderpinsel. Das ist dann vielleicht etwas leichter und gucken mal, ob das vielleicht noch ein bisschen besser funktioniert. Ich nehme mir einen Pinsel, der dreckig ist, mit Puder, stecke ihn drauf, dippe ihn einmal hier in das Wasser, was noch sauber ist, nehme mir die Pinselseife. Oh. Dafür müsste ich das irgendwie festhalten. Und dann kommt er rein. Ultimativ, es ist sauber. Trocken ist er jetzt nicht wirklich, ne? Also das passiert, wenn der Pinsel nicht wirklich in die Öffnung passt. Wie sieht er denn aus? Ja gut, da waren die Pinselhaare ein bisschen zu lang, beziehungsweise ein bisschen zu hoch befüllt, würde ich mal so sagen. Weil du hast hier halt noch den Schaum so ein bisschen drauf, das ist ein bisschen blöd. Und was man halt auch anmerken muss, dass man dieses Pöttchen mehrfach verwenden kann. Also das ist halt praktisch, weil du dadurch viel weniger Wasser verschwendest. Das ist gut. Ihr Lieben, ich möchte ehrlich mit euch sein. Die technische Variante ist mal ganz witzig und ganz interessant, das kennenzulernen mit diesem scharfen Teil, aber ich verlose es zwar in diesem Video, aber ganz ehrlich, ich persönlich werde es mit der Seifenmethode und mit dem Pad weitermachen, weil es einfach für mich die beste Methode ist und ich dadurch den Pinsel einfach schneller und schöner sauber kriege. Es ist mal eine ganz interessante Erfahrung, das hier mitzumachen. Es ist mal ganz witzig, aber bei mir hat es nicht so gut funktioniert und ich finde auch nicht, dass es schneller geht. Dementsprechend tut mir leid. Ich werde es trotzdem in diesem Video verlosen. Wenn du da Bock drauf hast, dann schau einfach in die Infobox. Da steht alles drin, was du dafür tun musst. Und ja, ne? Das war jetzt tatsächlich mein Pinselreiniger-Vergleich, wie man seine Pinsel reinigen kann. Meine Schwämmchen kommen übrigens immer in die Waschmaschine und in den Trockner, deswegen sind sie hier nicht aufgetaucht. Ich habe jetzt noch einen ganzen Kasten voll mit dreckigen Pinseln, den ich reinigen werde. Also ja, ne? Das dauert jetzt noch eine Weile.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir einfach mal hier oben meine Playlist Claudi testet alles. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!